Danke, Mappa. Ich höre deinen Hund bellen. Also, im Spiel. So. Erstmal hier alle Getränke sortieren. Weil ich jetzt den Wein von gestern noch austrinken würde. Auch wenn er nicht besonders lecker ist, aber ja. Beziehungsweise sagen wir, er ist sehr trocken. Sehr, sehr trocken. Okay. Achso, ich wollte eigentlich das mit der Frisur noch machen, ne? Wir wollten eigentlich unsere Frisur ändern. Die Götter werden dir zürnen. Hm? Darf ich mal einen Blick auf dein... Natürlich. Ich möchte... Wenn ich... Mm-mm. Ich komme... Darf ich... Natürlich. So, jetzt. Ich würde das Haar gerne auf Elfenart tragen. Zwergzopf. Beiden rasiert Pferdeschwanz. Ja. Ja. Wo kann sich sehen lassen? Einfach nur Blödsinn. Hm? Sehr schön. So, und jetzt konnten wir hier, glaube ich, lesen. Du wirst dir Wissen über einen bestimmten Monster-Spezies angeeignet. Jetzt sieht aus wie ein Mensch. Und, ist das so schlimm? Ich finde, er sieht gut aus. Ich glaube, die Haare wachsen sogar. Also, wenn einige Zeit vergeht, dann wächst das, glaube ich, sogar alles. Ich weiß aber nicht, ob das... Beziehungsweise im dritten Teil war es definitiv so, im zweiten weiß ich nicht, ob das so war. Ich meine aber im zweiten war es auch, dass die Haare dann wachsen. Aber im dritten definitiv. Sieht es besser aus wie vorher. Das würde ich... man stelle sich einen Ertrunkenen vor, der Tunnel graben und auf Bäume klettern kann, der noch böse ist und verbissener kämpft, der Überraschungsangriffe stets im Ruder ausführt. Das wäre ein realistisches Bild vom Neckar. Diese Wesen, primitiv oder nicht, sind der Schrecken der Wälder. Von Menschen und Tier gleichermaßen. Gefürchtet und gemieden. Neckar sind keine Einzelgänger. Sie schließen sich zu Stämmen zusammen, damit sie auch stärkere Gegner besiegen können. Im Kampf gegen Neckar kann ein Hexer sämtliche Techniken einsetzen. Wirksam sind unter anderem Zeichen, Fallen, Bomben, Gifte und blutungssteigernde Öle. Reste von Neckern zerstört man mit Hilfe der Bombe Kartätsche. Okay. Es ist also die Kartätsche. Und Endriagen. Endriagen sind Waldwesen, die an Spinnen erinnern. Besonders wohl fühlen sie sich auf feuchten Wiesen mit hohem Gras. Endriagen sind nicht groß, sondern lang. Sie bewegen sich auf vier Pfoten und werden von ihrer Beute selten bemerkt, wenn sie reglos lauern. Die Kikimoras spezialisieren sich Endriagen. Die meisten sind Soldaten... einige sind Wächter, Königinnen sind sehr selten. Die Königinnen befestigen Eier in Kokons an Bäumen. Hieraus schlüpfen neue Endriagen. Alle Kokons an einem Baum bilden ein Nest. Die Königinnen sitzen gut bewacht in ihrem Versteck, interessieren sich nur für das Nest. Wird es attackiert, kommen sie hervor und stürzen sich auf die Angreifer. Will man Endriagen loswerden, sollte man die Königin aus dem Verstecken locken und töten. Dazu könnte man die Kokons anzünden. Nett. Also, so richtig nett. Krabbspinnen. Spinnen sind einsame Jäger. Wäre geduldig auf ihre Beute und töten jedem einen Schlag. Das gilt auch für Krabbspinnen. Eine riesige Kreatur, die im Wald am Fluss... Ich glaube, das hatten wir sogar schon. Mit den Krabbspinnen. Auftrag Neckar.
Da läuft eine Katze rum. No, eine Miezekatze. Sie hat mich getunnelt. Eine Zugänge zu den Neckartunneln. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Ja, ne? Der Haushalt vegetiert so vor sich hin. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo diese Neckar waren. Wir gehen erstmal diesen Weg hier. Ich muss dieses Nest hochjagen. Ach, dazu müssen wir diese Kardätschen... Ja, stimmt. Warte, wir brauchen Lagerfeuer. Ich glaube, die Kardashian habe ich nicht. Nee. Samum habe ich. Da schlägt einem das Herz bis zum Hals. Das ist die Frage. Wo stelle ich das wie nochmal her? Wahrscheinlich am Lagerfeuer, oder? Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Weiß ich nicht. Jetzt tatsächlich Kardetsch fehlt mir. Oder Karadetsch oder wie auch immer man das nennen mag. Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Das heißt, wir brauchen vorher erst noch das Rezept. Wo auch immer wir das schon wieder herkriegen. Dann müssen wir uns irgendwie irgendwo ausruhen können. Oh, und da ist das Spiel wieder abgestürzt. Geht das Ganze wieder vor. So. Dann lösche ich erstmal wieder ein paar Speicherdaten. Ach du grüne Nonne. Ja gut, 76 Elemente. Das kann auch nicht funktionieren hier. Oh, das 23. Wie spät haben wir es? Um 20 Uhr. Dann löschen wir das mal alles. Der letzte Autosave. Oh Gott, ich glaube, wir müssen eine ganze Weile hinspielen. Der letzte Autosave war um 1932. Ja. Ich mal erwähnt, dass ich das ganze Ding hier gerade hasse. Papierkorb leeren. Danke. Es scheint danach sowieso alles wieder da drin, deswegen ist es eigentlich egal, ob ich das jetzt lösche oder nicht. Wie kann man Witcher 2 in die Länge ziehen? Ungefähr genau so. Ja, ja, Witcher 2 startet. Danke. Tatsache, um 1932 war der letzte... Wieso sind jetzt die ganzen Sachen wieder vorhanden? Die ich eigentlich gelöscht habe. Ohne Witz jetzt. Ernsthaft.
Muss ich fragen, warum... Na egal. Achso. Ja gut, ne? Jetzt spielen wir das Ganze halt normal. Ist auch kein Problem mit. Also ohne Scheiß, ich glaube, das wird wirklich ein Jahresprojekt. Vor allem, man traut sich ja noch nicht mal zu speichern. Weil das Ding immer abstürzt. Und vor allem dann löscht man die Speicherdaten. Sind dann kurzzeitig raus. Vorhin waren sie ja tatsächlich komplett raus. Und dann sind sie plötzlich wieder da. Die erscheinen einfach so wieder. Dieses Spiel ist wunderlich. Und wieso stürzt das ab? Weil das so nicht mehr gespeichert hat. Naja. Wir versuchen uns mal nicht drüber aufzuregen. Achso, ja. Wir können ja nicht einfach runterspringen. Was ich aber mal nachgucken kann... Gab's nicht irgendwo Tutorials oder sowas? Man musste sich doch auch irgendwie... Ah, hier rüber. Ach, Meditation. Da ist es. Okay. Okay. Jetzt habe ich es auch herausgefunden. So, Spiel speichern. Ich hätte das Spiel schon deinstalliert. Das Problem ist... Hierbei verstehe ich es halt überhaupt nicht, wieso die Dateien nicht gelöscht werden. Ich bin am Überlegen, ob ich eventuell nach heute das Ganze über... Good Old Games nochmal installiere. Denn da werden die Speicherstände wenigstens komplett gelöscht. Hier erscheinen die Speicherstände einfach ja Danke, instant Herr. Nochmal. Ich werde irre. Der das verdammte heißt, Wald ist also, schon voller Gesindel. Also wenn ich hier jetzt bei Steam den Spielstand lösche und weiterspiele, dann taucht er halt wieder auf. Der ist halt einfach instant wieder da. Du kannst den einfach nicht löschen. Bei Good Old Games war das dann so, dass es dann wenigstens gelöscht geblieben ist. Und dann hattest du eine gewisse Zeit, bis das ganze Ding sich wieder gefüllt hatte. Sagen wir jetzt mal 2 Stunden. Und dann bist du halt kurz aus dem Spiel rausgegangen, hast das Ganze nochmal gelöscht. Aber hier meistens dann ja in den Pausen gemacht. So, und dann konntest du halt in Ruhe weiterspielen. Da habe ich so an sich nichts gegen. Bei Steam werden die Sachen aber scheinbar nicht gelöscht. Die tauchen halt instant einfach wieder auf. Die sind einfach da. Du kannst die Spielstände nicht löschen. Also du kannst sie löschen, aber sie sind halt einfach da. Sie tauchen wieder auf. Es ist ein, ja. Ein ewig währender Kreis. Du löscht es und es ist wieder da. Sei gegrüßt, Weißhaariger. Jaja, du mich auch.
Nö. Das ist Schwalbe, Wolf. Grünschimmel. Weiß ich, wofür ich es brauche? Wir holen es uns einfach mal. Nein, hier muss ich lang. Also müsste man sammeln. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Ja, ich verliere meine Schwerter, deswegen habe ich zwei. Meine Liebe, was macht der Haushalt? Tagsüber plärren die Welt. Einverstanden wäre. So, dann haben wir hier rein. Da ist er. Was für. So, speichern. Darf ich mal einen Blick? Natürlich, lass dir. Jagen. Funkne Erscheinungen. Oder heute. Aha. Das ist gerade mal nicht. Ich bin gerade ein bisschen gefrustet. So. Und raus mit uns wieder. Ach ja, jetzt muss ich ja irgendwie. Scheiß Magier der Eichhörnchen haben den Regen gerufen. Die Dinger. Guten Tag. Entschuldigung, Loredo. Wozu denn verdammt Dämmer wenn. Ich möchte nur was kaufen. Okay. Aber leider auch nichts für. Tagsüber plärren die Belger. Nee, der hat nur Essen Alte. Wahrscheinlich. Und wie ist das Landleben? Was eine gute. Ihn des Irrenhauses. Edus, sprich mit dem Thron. Wo die Liebe hinfällt,
Ich würde sagen, wir suchen erstmal den Wald ein bisschen ab. Ein bisschen für Action sorgen. Hatten ja so lange keine mehr. Okay, das ist eine Sackgasse. Hi. Ich nehme einmal kurz Igni. Ich glaube, das hier müssten die Eier sein. Hm? Hm? Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Okay. Gut, Feuer funktioniert nicht ganz. Also prügeln wir einfach drauf ein. Wie wenig bringt Feuer? Ja. Warte mal. Klingt das widerlich? Ich weiß gar nicht, was du hast. Klingt doch lecker. Das ist die Andriankönigin. Hi. Ich kotz gleich. Jetzt stell dich mal nicht so an hier. Mann, hat die einen dicken Sack. Kämpf hier auch mal. Hi. Sie dürfen auch ruhig was tun. Das war schon. Oh, mich greift da was an. Und ein Neckerkämpfer. Da. Stirb. Und Level up. Jetzt kann ich die anderen Richtungen machen.
Och, komm schon. Wie viele denn noch? Ach komm, ey. Wie willst du mich von da hinten gesehen haben? Komm mir hier sonst gar nicht mehr weg. Das ist ein Triager. Autsch, das war eine Falle. Noch ein Endriago. Bräuchte hier noch so ein Entry-Jagen-Nest-Teil. So, wo sind die anderen Entry-Jagen? Das da hinten sind Neckar. Hi! Hier sind ganz viele von den Viechern. Okay, Tränke können also nur während der Meditation eingenommen werden. Ja gut, Geralt, du solltest verschwinden. Okay, Geralt. Geralt. Komm hier nicht weg. Geralt, lauf! Meditation. Tränke einnehmen. Huch. Trink ein Elixier, dafür gab es eine Errungenschaft. So. Oh, komm schon, ich möchte einmal speichern. Darf ich jetzt endlich speichern? Ja, der kommt jetzt auch noch her. Die haben alle so einen sechsten Sinn. So, war's das jetzt? Ich würde gern speichern, bevor das Spiel wieder sagt, nö. Danke. Mann.
So, jetzt kommt wieder das wunderschöne Geräusch. Also ich finde es gar nicht mal so schlimm. Ihr lernt es wohl nie. Okay, deswegen kann ich irgendwie... Jetzt! Yes. So schlimm finde ich es tatsächlich gar nicht. Und da ist die Endrian Königin. Ach ja, ich habe noch einen schweren Angriff, stimmt ja. Die Fernbedienung ist weg. Okay. Okay, das nehmen wir mal alles mit. Um die Neckar können wir uns leider erst dann kümmern, wenn wir die eine Bombe herstellen können. Boah, wie diese Lande mir hier lang krabbelt, ne? Komischerweise, davor habe ich überhaupt keine Angst vor den Endriagen. Obwohl sie halt ja auch so eine Spinnenart darstellen sollen. Verfluchte Aber die Biester. Haben halt nur 6 Beine. Die haben verdammte 6 Beine. Das ist halt ein Käfer. Auch wenn sie so aussehen wie Spinnen. Das sind ja auch Spinnen eigentlich. Aber 6-beinige Spinnen. 6-beinige Spinnen lassen mir gefallen. Acht Beine sind wieder der Natur. Kein Tier sollte 8 Beine haben. Das ist einfach nur widerlich. Das klingt widerlich, obwohl dahinter Menschen sind. Ich glaube, das soll Feuer darstellen. Geräusch. So, speichern. Konnte ich nicht auch? Okay. Ah nee, warte, da war's. Enter. Oh nee. Und ich glaube, das kann ich nur an bestimmten Dingern machen. Mutagene einsetzen. Alles gut, Hybrid. Was gab's denn Leckeres? Lecker.